Hallo liebe Leute, willkommen hier zu einem neuen Tutorial hier im ETS 2. Jo, wir werden heute mal die Mudflaps hier bearbeiten, beziehungsweise Schmutzfänger. Und ja, wir werden dann anfangen erstmal das Template hierfür runterzuladen oder wo wir das runterladen können, Schritt für Schritt natürlich das Ganze. Und danach werden wir natürlich hier einen Skin drauf machen und ja, und im Endeffekt dann zeigen, wie es dann geworden ist. Ja, vorweg sei noch gesagt, diese Schmutzfänger oder das, was wir jetzt bearbeiten werden, ist nur hier für die Standardtrailer gültig. Es wird nicht hier für die Krone noch für die Schwarzmüller funktionieren. Ne? Das sei mal vorweg gesagt, nicht, dass ihr dann ja dann hinter so einen Schmutzfänger erstellt habt selber und versucht das dann ja bei dem Krone-Trailer anzubringen. Wird nicht funktionieren, wird es gar nicht da sein. So, nur für die Standard-Trailer habt ihr ja einiges hier zur Auswahl, ne? Also Curt Insider und Kühler und hast du nicht gesehen, ne? Also das ist ja schon einiges, was ihr da habt, ne? Okay, so viel dazu. Dann noch vorweg natürlich was in eigener Sache wieder einmal. Und zwar würde ich mich natürlich wie immer an dieser Stelle über ein Like und ein Abo tierisch freuen. Und wenn ihr Lob oder konstruktive Kritik oder vielleicht Verbesserungen am Start habt, dann ja, dann einfach rein damit. Ne? Sobald ich es kann, werde ich das natürlich beantworten. Ist logisch. Und ja, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr so auch keine Videos mehr. Und ja, dafür schon mal von mir an euch einen dicken, fetten Daumen nach oben. Und schon mal im Voraus vielen, vielen Dank für euren Support und viel Spaß, ja, bei diesem Tutorial. Auf geht's! Okay Leute, wir sind jetzt hier bei Mod Studio 2. Das heißt, ihr müsst erstmal Mod Studio 2 öffnen, denn wir wollen jetzt das Template runterladen. Was hier drin ist bei MS2 Directory, das ist da, wo ihr das Mod Studio installiert habt, da verweist euch jetzt hin, wenn ihr da drauf klickt, ohne Probleme. Dann geht ihr hier auf Data, dann hier auf Mod Projects, dann auf ETS2, dann Doppelklick auf Templates natürlich und dann hier auf Trailer Mudflap, also Schmutzfänger dann, ne? Und dort drin ist dann das Template, was wir brauchen. Ne? Das ist nämlich das hier. So, das lädt ihr euch dann runter in euren Ordner etc. pp. So, das war der erste Arbeitsschritt. Jetzt gehen wir jetzt gleich hier zu Paint.net und mit diesem Template machen wir dann unser Mod dann fertig. Okidoki. Na dann. Jetzt kommt Schritt 2. Jetzt wollen wir unser Template mal hier reinsetzen. Ich habe mir das ja schon ein bisschen vorbereitet, habe mir einen Ordner gemacht auf dem Desktop, wie ihr sehen könnt. Trailer Mudflap kann ich euch nur auch empfehlen. So, das Template hatte ich mir schon runtergeladen. Okay, so, das ist jetzt unser Template. So, jetzt gibt es da nur, na, ist kein Problem, nur das müsst ihr beachten, dass das jetzt erstmal zu groß ist, das Bild. Da bin ich erst auch nicht drüber gefallen. Es ist 1024 mal 750. 1024 in der Breite ist korrekt, nur in der Höhe passt das nicht. Wird euch dann als, ja, als nicht korrekt oder als Fehler anzeigen, wenn ihr das dann bei Mod Studio 2 einfügen wollt. Wird nicht funktionieren, weil das dann zu groß ist. So, hier müsst ihr nur, das Einzige, was ihr nur machen müsst, könnt ihr dann hinterher, wenn ihr dann mehrere Mudflaps macht, also Schmutzfänger, könnt ihr das dann so direkt schon die Größe, also das Template von sich aus dann schon in der richtigen Größe dann definieren. So, die Höhe war nämlich jetzt 512. Ne? Merken, 512. Ne? Nicht, dass ihr jetzt das sagt, jetzt habt ihr jetzt Template, dann könnt ihr weitermachen. Nein, hier müsst ihr erstmal die Größe ändern. Die Breite ist okay. Nur die Höhe nicht, ne? Okay? Also auf 512 ändern
Und dann ist dieser Drops gelutscht, dann kann da nichts mehr schief gehen. So, zack. So, das ist jetzt die Größe, die er benötigt. So, weiter im Text. So, jetzt habe ich natürlich jetzt könnt ihr natürlich jetzt hier vorgehen, wie ihr dann wollt, wenn ihr eure Bildchen habt oder eure Farben, egal in welcher Farbe ihr das jetzt machen wollt. Ne? Jetzt nicht wundern, was ich jetzt gleich mache. Da habe ich auch erstmal ein bisschen rumexperimentiert. Sage ich euch sofort. So, erstmal aus Datei einfügen. So, jetzt habe ich natürlich hier meine spezielle Azilogistik-Farbe. Ne? Könnt ihr dann beide, soweit dann, ihr könnt das auch hier mit paint.net nehmen, wenn ihr jetzt eine Euro, ich könnte meine Farbe natürlich hier auch definieren, ist klar, ne? Nur jetzt haben wir das ein bisschen jetzt hier schneller am Start. So. Jetzt klicken wir das, jetzt haben wir die Farbe hier, ne? Den Hintergrund, sage ich jetzt mal, übermalen. Ne? Schon übermalt. So, jetzt gehen wir hin. So, jetzt müssen wir ja unser Bildchen oder whatever einfügen. So, jetzt habe ich hier als Beispiel jetzt, was ich jetzt machen werde, brauche ich jetzt vielleicht ein anderes Bild, anderes Logo, whatever. Jetzt habe ich jetzt hier, ich hätte jetzt das so reinfügen können, zum Beispiel, aber ich bin ich erst auch von ausgegangen, dass er so hier in den oberen Bereich ja wunderbar passen würde, hatte ich ja schon gemacht gehabt. Und ja, dann war das zu weit oben oder wenn ich das unten gemacht habe, natürlich zu weit unten. Da habe ich mir einfach gesagt, so tastest dich erst ein bisschen so an die ganze Sache dran. Und dann habe ich das hier so gemacht. So, es überlappt das zwar, aber das ist ja ein Ganzes. So. Ihr werdet sehen, das wird funktionieren soweit. Ne, so habe ich das dann gemacht. Ne? Je nachdem, was ihr für ein Logo nehmt. Ne? Also das könnt ihr auch schon mittig halten. Denn dann wird das Logo auch dann dementsprechend auf den Schmutzfänger ziemlich mittig dann auch drauf sein. Ne? Wenn ihr zu hoch macht, dann ja, kann sein, dass da was wegfällt vom Bild, vom Logo etc. Von der Schrift, wenn ihr irgendwas drauf macht, was geschrieben ist, keine Ahnung was. Ne? Bleibt euch überlassen. So. Somit wäre das hier bei mir jetzt erstmal erledigt. So. Kehre jetzt wieder zu meinem Hintergrund zurück. Ich will das ja in Rot haben, alles. So. Zack. So. Das wäre jetzt, ne, der Schmutzfänger, Mudflap etc. So. Blende das hier wieder aus. Ne? Quasi dieselben Arbeitsschritte insofern wie beim Trailer oder wenn ihr euren LKW scannt. Ne? Die Arbeitsvorgänge, die ihr habt. Ne? Nur hier. Wie gesagt, ne, nochmals immer hier schön, dass es hinterher, obwohl vielleicht müsst ihr das dann nochmal machen, weil ihr das vielleicht zu hoch habt oder zu tief, aber das ist ja, sag ich mal, da könnt ihr euch selber da reinfuchsen. Ne? So im Prinzip, das haltet euch hier so ungefähr hier, so wie ich das hier sah, so mittig und dann müsst ihr es eigentlich hinhauen. Wenn ihr jetzt da Scania drauf habt, MAN, wenn ihr jetzt ein ne, LKW Marke drauf macht, ne? Whatever, ne? Oder egal, was er da drauf macht, ne? Dass er so ziemlich so mittig seid, dann müsste das auch auf Anhieb funktionieren. Okay, so viel dazu. So, wie gesagt, ich blende das jetzt wieder aus. So, dann gehen wir natürlich hier auf Speichern. Gehen hier, ne? Und auch nur hier auf DDS. Ihr könnt natürlich auch als PNG, aber gut, ich gehe jetzt hier auf DDS. Funktioniert auch einwandfrei. Ne? Nur nicht jetzt speichern unter, was weiß ich jetzt hier, unter ein anderes Format. Ne? Wird nicht funktionieren. Ne? Macht es langsam, dann funktioniert es auch. Ne? Schritt für Schritt ist immer wichtig. Ich sage das immer und immer wieder. Ich weiß, der eine oder die andere kann das halt wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ist leider so. Das ist, denkt man hat das so drauf und dann kommen so kleine Flüchtigkeitsfehler und schon funktioniert das nicht. So. Also macht es lieber, jetzt habe ich ein D zu viel, natürlich. So. Macht es lieber langsam oder guckt euch das Video einmal an oder zweimal oder lasst das Video beim Skin jetzt, wenn das Programm habt, nebenbei laufen, keine Ahnung, ne, dann beim zweiten Mal braucht das schon nicht. Gerade hier bei den Schmutzfängern, das ist jetzt nicht so, ne,
nicht so schwer. Seht ihr ja, das ist eigentlich nur wichtig, ist natürlich die Größe beachten, ne? Ne, beim Template. So, und jetzt gehen wir jetzt gleich auf Zusammenfassen. So, und somit wäre dieser Drops dann erstmal gelutscht, ne? So, wir machen das zu und dann kommen wir jetzt zu Schritt 3. Das heißt, wir gehen jetzt zum Mod Studio 2 und machen daraus jetzt, wie gesagt, den fertigen Mod, eine SRS-Datei, und damit wäre das Ding dann soweit fertig. Aber wie gesagt, erstmal jetzt Schritt 3. Okay, wir sind jetzt bei Mods Studio 2. Gehen jetzt auf Start a New Mod Project, klicken da drauf, klicken hier auf Eurotruck Simulator 2, gehen weiter auf Add Template, gehen dann hier auf Trailer Mud Flaps, dann hier nochmal drauf. So, jetzt hier bei Box Trailer machen wir vor dem Box Trailer ein Häkchen. Dann gehen wir auf Basic und geben da ein, ja, den internen Namen, also in dem Sinne denke ich mal Mudflap, ne? So, hier dann in dem Sinne dann auch, könnt ihr dann also eingeben, könnt ihr was ihr wollt, nur hier klein schreiben und nicht zu lang, ne? Bei dem internen Namen, internal Name hier, internal Name, so ne? Klein schreiben und nicht zu lang, obwohl der meckert ja, wenn er dann hier, ich mache mir ja nur ein paar Buchstaben mehr, zack 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 zack, dann steht denn hier, ist schon zu lang, ne? Nur mal, damit ihr es wisst, dass das, dass er dann meckert. Okay, genauso wenn ich jetzt, kann ich auch kurz zeigen, wenn er jetzt das in groß schreibt, hier seht ihr, meckert er auch. Also schön, was er reinschreibt, ist euch überlassen, aber dann klein. Okay, hier ist das ja auch in dem Sinne jetzt uninteressant, könnt ihr groß schreiben, klein schreiben, wie ihr wollt. So, hier ab 1 könnt ihr das schon so lassen. Ich mache meine standesgemäßen 1000 immer rein. Aus Gewohnheit, whatever. So, gehe ich auf Image, gehe dann hier auf Browse und hole jetzt meine DDS-Datei, die ich in dem Ordner hier habe. Ne? Die habe ich hier drin. So, gespeichert gehabt. So, gehe auf Öffnen, zack, der ist da drin. Jetzt gehe ich auf Icon. Das Icon ist schon hier vorgegeben. Kann man nehmen. Man kann auch ein eigenes reinsetzen. Aber das hier von Mod Studio 2 finde ich eigentlich ganz schick. Das ist mir hier, ne, auch so ein Schmutzfänger hier. Also in dem Sinne alles gut. Jetzt gehe ich auf Mod Manifest. Gebe da den Namen ein. So. Hier denn jetzt als Autor, Mod-Autor, in diesem Falle bin ich das. So. Okay. So, jetzt gehen wir auf Mod-Kategorie und dann gehen wir auf Tuning-Parts, machen da ein Häkchen vor. Dann hätten wir das auch durch. Gehen jetzt auf Icon. Das Icon hier ist natürlich nicht so sexy, sage ich jetzt mal. Gut, wer es kann, kann sich dann ein Icon erstellen. Wer keinen Wert drauf legt, okay, auch nicht schlimm. Ich habe mir eins jetzt erstellt gehabt. Falls ihr einen selber erstellen wollt und ihr könnt es nicht, kein Ding. Ihr könnt gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bei meinen Tutorials reinschauen. Dort habe ich ein Tutorial gemacht über die Icons und ja, ist auch soweit verständlich erklärt und ja, dann könnt ihr dann auch ein Icon dazu, wenn ihr einen Mod erstellt habt, zu machen und habt das so alles, das Komplettpaket, sage ich jetzt mal. Na, aber wie gesagt, wer keinen Wert drauf legt, kein Ding, könnt ihr auch so übernehmen. Ich habe mir eins erstellt. So, dann hätten wir das auch. Häkchen ist auch dahinter, alles gut. Hier könnt ihr was reinschreiben, wenn ihr wollt oder auch nicht. Das steht dann unter bei dem Mod Manager, dann unter Info, können wir was reinschreiben. Ich denke mal, in diesem Falle könnt ihr reinschreiben, könnt es nicht. Ich mache es nicht, muss ich nicht. So, dann gehen wir hier auf Export Mod. Export. So, dann werde ich das hier reinmachen. Gehe dann hier auf Mudflap, gebe ich wieder ein.
für meine SCS-Datei, die ich jetzt hiermit erstellen werde. Was habe ich denn jetzt da reingeschrieben? So, aber jetzt. So, das machen wir weg. Alles gut. So, und somit hätten wir die SCS-Datei erfolgreich erstellt. Und ja, so weit, so gut. Das hätten wir jetzt auch erledigt gehabt. Und dann können wir jetzt ins Spiel gehen zum Mod Manager. Zuvor natürlich müsst ihr natürlich diese SCS-Datei, aber wartet, das zeige ich euch gerne auch noch. Dann haben wir alles komplett dann. So, dann wie gesagt, die SCS-Datei ist dann hier fertig in dem Ordner. Dann geht ihr auf Dokumente. Denke ich mal, da habt ihr das Spiel ja gespeichert, so wie ich. Auf Euro Truck Simulator 2. Ja, hier. Und dann hier beim Mod legt ihr den Mod hier rein. Ich habe den schon, ich ersetze den. So, alles klar. So. Und somit ist dieser Drops auch gelutscht. So, aber jetzt gehen wir ins Spiel und finalisieren das Ganze. Das heißt, wir aktivieren den Mod und dann wollen wir sehen, was da draus geworden ist. Okidoki, auf geht's. So, wie wir sehen können, ich bin jetzt hier im Spiel. Wir gehen jetzt hier zum Mod Manager. So, da ist unser Mod. Das ist, was ich euch gesagt habe, wenn er da war, dass ihr was reinschreiben könnt. Unter Info habe ich ja in dem Sinne nicht gemacht. Ne, da wird ja alles normal, können irgendwelche als Beschreibung eingeben. Ne? Kann man machen, muss man nicht. Nur so jetzt als Randinfo. Okay, dann aktivieren wir diesen Mod jetzt. Klatsch, wir können ihn erstmal, ja, ich lasse ihn mal da oben. Oder ist ja auch egal, ich kann ihn auch runtersetzen, ist egal wo. Der wird funktionieren. So, Änderung bestätigen. So, weiter geht's. Dauert ein bisschen, natürlich je nachdem, ne? Wie viel Mods man drin hat, dauert es bei einem länger, bei einem anderen nicht. Aber da sind wir wieder. Okay, gehen wir auf Aufliegerhändler und natürlich, wie ich anfangs gesagt habe, ne? Nur hier über die Standard-Trailer, ne? Über die SOS-Trailer, nur da funktioniert es. Ne? So, dann machen wir. Ist egal jetzt welchen, natürlich hier von denen, nicht von den Doppelten, von den Gekühlten zum Beispiel oder bei dem Gekühlten fangen wir hier mal an und ja, so, jetzt klicken wir es hier an, Schmutzfänger, da ist unser Mod hier, normalerweise werden die beiden angezeigt, ne? Der oder der, so, den haben wir jetzt erstellt, wieder so ein 1000 Euro hier, zack, das ist jetzt der Mod. Wenn wir besser sehen, so, ne? Habt ihr jetzt gesehen gehabt, wie ich das ja beim Bildbearbeitungsprogramm, ne, bei Paint.net gemacht habe, dass ich das so ziemlich mittig gehalten habe, denn wenn ich das höher angesetzt hätte, seht ihr hier, ne, dann wären wir hier auf die Kante gekommen und tiefer natürlich auch, ne? Man muss da so ein Zwischending haben, also so mittig lassen und dann ja, läuft das, aber da müsst ihr euch vielleicht, je nachdem was ihr für ein Bild oder für ein Logo oder für einen Schriftzug hier reinmacht, dann selber für euch dann gucken, wie es klappt. Ne? Vielleicht müsst ihr das ein, zweimal machen und dann habt ihr es, aber im Prinzip, ne, seht ihr ja, funktioniert. Ne? Alles gut. So. Das von hinten ist weiß und von vorne habt ihr dann einen Schmutzfänger, ja, mit eurem Logo oder whatever ihr drauf machen könnt. Okay, soweit, so gut. Das war jetzt das Tutorial für den Schmutzfänger, Mudflaps halt. Und ja, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, macht es Step by Step, also Schritt für Schritt. Ne? Und ja, dann wird es auch was. Ne? Ist jetzt nicht so das große Ding, wie ihr gesehen habt. Ne? Das kriegt ihr 1000%ig hin. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ich hoffe, ihr seid bei meinem Videos auch bitte am Start, würde mich darüber sehr freuen, im ATS und im ETS 2. Und ja, wie gesagt, hin und wieder kommt dann so ein kleines Tutorial auch mal raus, wenn ich da was habe. Und
Gerne auch höre ich mir Vorschläge an, beziehungsweise lese ich sie mir durch, wenn ihr was habt, an Tutorials, die ich natürlich auch umsetzen kann, ist klar. Und ja, dann im Großen und Ganzen war es das. Ach ja, da war ja noch was. Ich wollte euch ja das nochmal bei den anderen Trailern zeigen, damit ihr auch seht, dass es auch funktioniert bei den anderen SCS-Trailern. Gehen wir ganz schnell durch hier bei den Curd Insider. Zack, zack. So, hier. Da habt ihr es gesehen. Mudflap funktioniert. Der nächste. Der andere Curd Insider haben wir auch. Funktioniert auch, wie ihr sehen könnt. Den nächsten. So. Ich glaube, bei denen funktioniert es auch. Müsste eigentlich. Jawohl, bei denen funktioniert es auch. Sehr gut. Also funktioniert das bei jedem SLS-Trailer hier. Also beim Trocken-Schubboden hier können wir auch kaufen. Natürlich nicht kaufen, sondern Änderungen hier verändern. So hier schnell. Ja, wenn man das schnell macht, ne? So, hier auch. So, und jetzt nochmal, welchen einen gekühlten haben wir, machen wir nochmal den isolierten, dann seht ihr das. So, ne? Damit ihr auch seht, es funktioniert bei jedem SES-Trailer hier. Okay, so, jetzt bin ich aber durch. Und ja, wie gesagt, ich sage es nochmal, macht es langsam und dann kommt ihr auch erfolgreich ans Ziel. Okidoki. Dann haltet die Stoßstangen sauber, bleibt vor allen Dingen gesund und ja, bis zum nächsten Mal, hasta la vista und bis bald, euer Atze Gaming. Ciao!